Hallihallo liebe Leute, ich bin der Kommissar zu uns, Masnocks Let's Plays und Crazy Talk Videos. Ja, heute geht's mal wieder weiter mit Resident Evil 7. Wir sind hier stehen geblieben. Hier waren wir stehen geblieben. Also bis hierher sind wir hingelaufen und ja, jetzt müssen wir auch endlich mal ein bisschen was looten und sowas. Und ich würde für den Anfang erstmal sagen, okay gut, wir werden erstmal ein bisschen, erstmal noch ein bisschen Arzneimittel, erste Hilfe Arznei herstellen, so, damit wir zweimal was davon haben. So, sehr viel Platz haben wir jetzt auch nicht. Das ist jetzt nicht unbedingt das Allerbeste. Aber gut. Wie ist es denn eigentlich? Nehme ich einfach mal eine Waffe weg? Sage zum Beispiel, dass ich lieber die nehme statt die. Ich würde sagen, ich nehme erstmal die hier weg. Ja. Machen wir mal so. Was weiß denn da? Das kann ich nicht rüberschieben, ich muss es so machen. Oh Mann. So. Gut, dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Und ja, kann ich auch mal austesten, ob die hier dafür vielleicht sogar besser geeignet ist. Mal gut. Mal gucken, Leute. Ich bin mal gespannt. Okay, das wird eine Folge. Ich tue ganz schön im Prinzip dieses Mal diese Woche hier ein bisschen mehr produzieren als letzte Woche. Letzte Woche habe ich einfach nur einen Tag, meistens einen Tag vorher produziert und fertig. Doch dieses Mal habe ich mir gedacht, hey, produzierst du einfach, weil du das kannst, also jetzt im Prinzip einen Tag vorher, aber also im Prinzip ist es eh einen Tag vorher, bevor ich es dann den Donnerstag oder heute zum Beispiel hochlade, aber ich habe vorher schon einen Tag vorher sogar, also heute ist Mittwoch und Dienstag habe ich sogar schon zwei Folgen Resident Evil 7 schon aufgenommen, das heißt, diese Folge hier kommt gar nicht morgen an, denn morgen ist der 8.12. Jetzt haben wir den 7.12. Also diese Folge kommt wahrscheinlich erst vielleicht den 9. oder den 10. erst oder vielleicht erst nächste Woche. Mal gucken. Jetzt machen wir erstmal da weiter, wo wir aufgehört hatten. Wir brauchen diesen Flammenwerfer. Denn ohne diesen Flammenwerfer kommen wir da zum Beispiel nicht ran. Alter, wir müssen dahin. Junge, bin ich doof. Oh Mann. Ich krieg diese Dinger nicht weg. Weg hier. Alter. Und einmal einfach auf Versehen auf STRG gedrückt aus Gewohnheit, dass man auf STRG duckt. Aber nein. Da benutze ich das erste Hilfearznei. Einfach mal auf Versehen direkt benutzt. Oh Mann. Naja, jetzt gucken wir erstmal, was wir hier noch so finden. Echt jetzt? Warum hängt da eine Fliege in der Luft? Das muss ein Bug gewesen sein oder so. Ist doch nicht normal. Dietrich, okay. Und schon wieder, und schon sind wir schon wieder fast voll. Ist doch nicht normal, Alter. Naja. Da kommen wir nicht rüber, aber wir kommen hier rüber. Ich wurde nicht gefolgt. Okay.
Gut, finden wir hier noch irgendwas? Vielleicht so ein Wackelkopf oder so? Ne. Erstmal rein hier. Okay, was haben wir hier? Kraut? Oh. Ich hätte Kraut nicht mitnehmen sollen, oder? Ah. Oder, komm. Dann kann ich wenigstens das hier mitnehmen, okay. Ich erinnere mich noch, dass hier auch in diesem Haus auch noch ein Speicherplatz ist. Das heißt, ich muss diesen Speicherplatz suchen. Irgendwo war der. Irgendwo war dieser Speicherplatz. Natürlich sind die Viecher immer noch am Start. Wir gehen mal hier rüber. Hier sieht es jetzt auch nicht unbedingt so toll aus. Wow. Was geht denn hier ab? Karte des Hauses, alles klar. Hey. Na Kackfiege der Fieder, Alter. Oh Mann. Ah, hier war die Stelle, wo wir mit Mia gewesen waren, okay. Der giftige Räuber, das Gemälde zeigt einen im Netz gefangenen Schmetterling, okay. Ja. Hier ist nichts drin, okay. Irgendwo ein Wackelkopf oder so gehört? Oder bilde ich mir das gerade ein, Mama? Nee, ich sehe aber nichts zum irgendwie Wackeliges oder so. Ich glaube, da drüben ist der Speicherplatz, ne? Okay. Erste Hilfe kann ich gebrauchen. Ah, das kann ich jetzt nicht mitnehmen. Hier hatten wir uns mit Mia versteckt an dieser Seite. Brennergriff kann man auch noch nicht mitnehmen, aber alles nicht so schlimm. Denn hier ist Speicherplatz. Endlich. Und die tolle Musik. Na, Kumpel. Bam. So. Wow, sie können jetzt mehr Objekte tragen. Geil. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay. Erstmal das hier zurück. Das auch. Auch braucht man jetzt noch nicht. Dann sicherheitshalber speichern. Man weiß ja nie. Auf einmal könnte das Spiel oder so abstürzen oder so. Ist mir zwar bis jetzt noch nie abgestürzt, aber man weiß nie. Sehr gut. Das heißt, ich kann das jetzt kombinieren. Yeah. Oh yes. Ein selbstgebauter Flammenwerfer. Sehr gut. Ich hatte doch, glaube ich, irgendwas mit Brennstoff oder so hier gehabt. Ja, okay. Mit denen kann man auch irgendwas kombinieren. Was waren das? Spaltmittel war es auf jeden Fall nicht. Ich glaube, dafür brauchen wir flüssige Chemikalie wieder. Ich nehme den erstmal mit. Man weiß nie. Und ja, gut. Achso, warte mal. Speichern. So. Sehr gut. Wir haben zwar schon wieder fast 10 Minuten durch. Aber hey, vielleicht mache ich ja für heute mal länger. 24 Minuten, 25 Minuten. Mal schauen.
Okay, gut, let's go, ne? Die Fische heißen uns willkommen. Die wollen nichts Gutes. So. Die wollen nie was Gutes, ey. Die wollen wir wirklich nie was Gutes. Okay, rein hier. Sehr gut. Zumachen. Flintenmuni, okay. Hier ist die Muni, okay. Dann will ich versuchen, damit ich keine Munition. Wow, keine Munition. Damit ich keine Munition vergeuden muss, schlage ich die Dinger einfach weg. Die ganzen Spinnen. Dauert zwar ein bisschen, aber hey. Sehr gut. Und keine Munition vergeudet. Sehr gut. Okay, warte mal. Ja, das brauchen wir jetzt eh unbedingt. Let's go. Oh, der ist direkt mit dem. Naja, egal. Machen wir das erstmal frei oder machen wir das hier hinten frei? Ich würde sagen, wenn wir schon dabei sind, komm. Sehr gut. Aber hat viel gekostet. Na gut. Weiter geht's. Was? Puh. Okay, wir haben noch etwas. Vielleicht schaffen wir noch das Ding. Sehr gut. Dann gehen wir mal hier lang. Obwohl, da könnte schon eine Sequenz oder so kommen. Kollege, da ist nichts, okay. Münze, okay. Bevor ich da hingehe, ich weiß nämlich, was kommen wird, deswegen. Jetzt können wir erstmal schön hier looten, 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 aber nicht bluten. Da war ich schon vorhin. Vielleicht kriegst du dann das andere Zeug auch noch frei. Mal gucken. Gut, gut. So. Hier müssen wir nämlich auch noch aufräumen. Let's go. Okay, aufgeräumt, Leute. Hängt hier noch ein Vieh oder so rum? Ganz genau auch drauf achten. Nachher flattert dir das
ums Gesicht rum oder so? Nee, sieht nicht so aus. Okay. Dann können wir wieder ein bisschen looten. Oder zumindest etwas. So. Ja, weiß ich. Dann gehen wir mal hier ran. Oh yes, das habe ich gebraucht. Kraut. Kann ich jetzt mitnehmen. Jo. Jetzt bin ich voll. Jetzt bin ich voll. Okay. Dann gehe ich mal wieder zum Speicherplatz. Hier ist jetzt nicht der Speicherplatz. Hier war ich glaube schon dran auch. Aber sicher ist sicher auch noch. Gucken, ob du irgendwas übersehen hast. Man weiß nie. Aber gut, ab zum Speicherplatz. Hier war er nicht. Der war hier. So ein altes Haus müsste man normalerweise komplett abreißen, Alter. Total baufällig und so. Puh. Und vor allem steht es halt direkt im Moor. Nicht so toll. Oder im Wasser halt. Okay. Ja. Münze mal zurück, das hier auch. Flintmuni behalten wir. Könnte ich eigentlich direkt wieder ein paar Sachen. Ja, manchmal Munition. Und dann wäre eigentlich ganz gut, eine fette. Ja, komm. Erstmal Munition. Sicher, sicher. Dann habe ich doch das hier. Da könnte ich doch eigentlich. Warte mal. Sehr gut. Dann habe ich Platz, Leute. Und ja. Das ist doch gut. Okay. Die Münze, ja. Speichern. Jetzt gehen wir erstmal wieder rüber, da wo wir hingehen wollten. Waren wir noch nicht komplett hingegangen. Und da gehen wir jetzt hin. Schön mit der Flinte. So, wo war das hier? Ne, hier nicht, aber direkt hier drüben. Und endlich Ruhe hier. So. Was? Mia? Ciao. Steht immer noch da. Bitte, lass mich nicht allein. Das ist Teil, ne? Ja. Steinstatue. Ich werde dir nicht noch mal wehtun. Ich verspreche es. Ja, warte, ich lese mal kurz durch. Eine sehr seltsam geformte Skulptur aus Stein. Okay. Erzähl kein Mist mehr, Mia.
Ich will antworten. Ich weiß. Ich weiß. Du hast recht. Und ich wollte es dir ja sagen. Aber ich kann mich nur an wenig erinnern und der Rest ist einfach weg. Danny, stimmt's? Was dagegen, wenn ich mir Mami kurz ausleihe? Lucas! Steh da nicht nur so rum! Tu etwas! Hilfe, Hilfe! Verdammte Drecksau! Verdammt! Jetzt entführt der auch noch Mia. Oh Mann. Hier wäre eine Taschenlampe gut. Aber gut. Resident Evil 7 haben die mit wenig Taschenlampe gearbeitet, beziehungsweise so gearbeitet, dass man eine Taschenlampe selber nicht aktivieren kann. Schade eigentlich. Na gut. Alter! Na super, jetzt läuft die Oma hier rum. Da bist du! Ah. Ja, da ist die. Okay, ich muss rüber zum Speicherplatz erstmal. Ich hab dir gesagt, du sollst hier raus! Die gehört dir! Okay, du mieses Stück Scheiße. Ich hab genug von dir. Ich wollte wieder ducken. Ja, super. Egal, wir gehen zum Speicherplatz. Ich wollte ducken. Schon wieder die falsche Taste, Alter. Warum passiert mir das heute so oft? Letztes Mal nicht so. Ah. Na gut, Leute. Dann war es das hier jetzt erstmal mit dieser Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt ein Video gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Dann verpasst ihr wirklich gar nichts mehr hier. Und ja, ich bin raus. Bis dann, euer Kommissi 21. Yeah!